Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Elex. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Ach, eigentlich hätte Elexitor die doch eigentlich alle abschlachten müssen. Aber gut. Was nehmen? Klopapier. Muss ich mich immer noch daran gewöhnen, dass das ja in diesem Spiel möglich ist. Erstmal schlafen, ausruhen, fertig machen. Und wir gehen jetzt auch erstmal zu den Berserkern und uns in den Rang eines Erzberserkers zu erheben. Erheben zu lassen, meine ich. Und damit wir eine vage Vorstellung haben, wie lange wir auf eine Rüstung sparen müssen. Ich will über meine Beförderung sprechen. Ernenn mich zum Erzberserker. Nichts hält mich jetzt noch davon ab. Du hast dich wahrlich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht. Deine vorbildliche Unterstützung werde ich darum nicht unbelohnt lassen. Mit dem heutigen Tag stehst du im Rang eines Erzberserkers. Trage diesen Titel mit Stolz und zeig keine Gnade mit denen, die ihn beschmutzen wollen. Gehe zum Schmied und hol dir bei ihm deine neue Rüstung ab, denn heute beginnt für dich ein neues Leben. Du wirst keine Befehle mehr erhalten, außer es ist unumgänglich. Gehe raus aus der Stadt und zeige den Menschen den Weg der Berserker. Wir sind stolz auf dich. Danke sehr. Erfahrung 4000. Natürlich werden wir die Rüstung nicht geschenkt bekommen. Aber wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir sie ja doch geschenkt. Hat der ja gerade einen Klemm? Ich glaube ja. Irgendwie komisch, Wikinger. Also. Ne, Wikinger mit einem Klemmbrett zu sehen. Hey, du Bello. Du bist also Erzberserker geworden. Gratuliere. Ich werde dir eine entsprechende Rüstung anfertigen. Aber ich warne dich. Das wird nicht billig. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Zwanzigtausend. Wow. Das behalten wir ja jetzt ab sofort. Na, mit allem anderen werde ich auch nicht mehr viel Geld verdienen.
Tja. Dabei bleibt es dann wohl erstmal. Lass das lieber bleiben. Nein. Ach, Corin, stimmt. Hä? Corin ist tot. So, Lager der Mitte müssten wir jetzt eigentlich auch, wenn wir mit dem Big Daddy reden. Müsste ja auch alles tutti frutti sein. Ein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Hm. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Aha. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Bring mir etwas bei. Sicher! Warum schreit er mich an? Ey, nichts davon kann er mir beibringen. Wow, jetzt gehört das hier uns. Das ist... interessant. Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz so aus. Hm, okay. Dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Bring mir etwas bei. Alles klar. Wow, der kann mir auch nichts beibringen. Was ist denn das? Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits,
Ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit, Commander. Viel zu... Ist ja nett, mit dir zu... Wann ist mein Schiff fertig? Ach, es ist nicht da. Aha, und hier kam er mich mal nicht rein. Geht doch. Die Tür ist offen, du kannst aufhören. Alter. Ich bin nicht gut genug. Das war nichts. Ja klar war das nichts, war auch einfach irgendwas reingekritzelt. Damit sogar ein eigenes Zuhause, so. Komme an den Tresor irgendwie nicht richtig ran. Hey, hör mal. Ich habe gehört, dass eine Herde Mutanten an der Grenze von Xarkor gesichtet wurde. Wo genau? Gerüchten zufolge sind im Grenzgebiet zu Xarkor zwei gewaltige Zyklopen aufgetaucht. Offenbar will da jemand den Pass im Westen sichern. Mutanten sind unkontrollierbar. Wer weiß, was diese Biester vorhaben. Also, ich wäre bereit für ein kleines Gemetzel. Wie steht's mit dir? Okay, gehen wir auf Zyklopenjagd. Nichts lieber als das. Komm mit. Ach ja, man kann anscheinend auch eine Beziehung in diesem Spiel mit Charakteren eingehen. Habe ich in den Trophäen gelesen. Das könnte noch interessant werden mit der Zeit. Aber Zyklopen ja? Sind Zyklopen nicht doch ein bisschen hart? Und dann noch zwei und ganz viele Häscher. Tja. Scheint so, als würden die Gerüchte stimmen. Zwei fette Zyklopen. Komm schon, die stehen da wie auf dem Präsentierteller. Warte mal, wir sollten uns erst einmal... Ich will nicht warten. Holen wir uns diese Höllenmaschinen. Ha, den letzten beißen die Hunde. Ziel auf den da. Ich habe überhaupt keine Chance gegen diese Riesenviecher. Ah, Raptoren. Gott sei Dank, voll. Aber ich habe keine Chance gegen ihn. Thank you.
Munition. Das wird ein sehr langer Kampf. So ist es. Ach ja. Plündern. Wo will sie denn jetzt hin? Gibt es eigentlich niemanden, der mich richtig herausfordern kann? Du bist lebensmüde, weißt du das? Sagt derjenige, der sich mit dem gesamten Eispalast angelegt hat. Warum tust du so etwas? Du gefährdest unser Leben mit so einem Verhalten. Und wenn schon, für meinen Geschmack bist du viel zu zimperlich. Wir verschwenden unsere Zeit mit Nichtigkeiten. Wann kommt denn endlich der große Bums, den du mir versprochen hast? Es gibt einen Unterschied zwischen Effektivität und Größenwahn. Wenn ich mal viel Zeit habe, könnte ich ihn dir erklären. Mach, was du willst. Ich werde jedenfalls weiter nach einem würdigen Gegner für mich Ausschau halten. Und entweder du bist dann dabei oder eben nicht. So, und jetzt beenden wir das hier. Sonst könnte es passieren, dass ich dir einen über deinen Schädel ziehe. Alles okay? Könnte besser sein. Kann das denn nicht immer besser sein? Kalans Hammer, mhm. Naja, immerhin ist er wieder ein bisschen Lager. Ich will die Hexe wieder haben. Zauberin. Mitkommen. Gut. Geile Gegend.
Haben wir den auch schon, siehst du? Gibt es denn noch einen Konverter, den wir noch nicht haben? Moment mal, den haben wir. Den haben wir, den haben wir. Der hier ist klar, den hatten wir so oder so. Den hatten wir. Wir haben alle Konverter, wenn ich das richtig sehe. Und ich wandere jetzt schon so lange durch das ganze Land dort und immer noch keine neuen Kopfgeldjäger-Typen. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Zauberin wieder mit. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Natürlich. Mitkommen. Alles klar. Was für eine Truppe. Was könnte hier noch sein? Lager der Mitte, was? Ah, wir haben also doch noch was zu tun. Nee, Moment. Ernsthaft? Ich soll die Bombe fertigstellen? Also, okay, aber... Wollte jetzt nicht unbedingt die Bombe fertigstellen, weil ich Angst habe, dass die Outlaws das auf die Kleriker abfeuern. Okay. Wenn das die Handlung weiter vorantreibt. Muss ja nicht sein. Handlicht. Na ja, klar, dass ich irgendwann noch hin muss. Ich erledige das.
Nein! Ich hab's noch gesehen und bin weitergerannt. Ah, hier wird's verseucht. Ah. Ich soll eigentlich was holen, das ist ja nicht unbedingt sauber machen. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Naja, den, was auch immer, holen wir uns erst in der nächsten Folge. Wir werden gerade so gesichtet. Also ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!